Herek, wo bist denn du? Na, wie sieht's aus? Na, wie sieht's aus? In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Bitte was? Wenn es nach mir ginge, würdest du hier nicht alt. Weißt du, warum ich hier bin? In einer Nacht habe ich 1 Dutzend Leute umgebracht. Einfach nur so. Mach endlich Platz, Mann! So, du denkst also, du bist einer von den Harten. Versuch's doch mal bei mir. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben. Wo laufst du denn hin? Wo lauf denn hin? Was? Pitzt dir das jetzt? Hä? Was? Ich hätte das Verhalten. Ich hatte noch nie so ein Verhalten. Ach, weißt du was? Ich. Wenn ich schon Zeit hab, dann. Alter, ich habe hier so Grafikbugs, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Jetzt weiß ich, geht's so hoch. Schnappe den einfach. Ah, wenn ich. Ach, warte mal, ich kann hier rauf. Hat das jetzt gerade gepetzt oder ist der einfach nur hängen geblieben? Rennst du etwa weg, du feiges Stück? Scheiße. Ich will ihn umlegen. Nicht umbringen. Bleib stehen. Boah, das war knapp. Bleib schon. Der hat ja. Klingen, bla bla bla. Erzbrocken und. Alter, ich habe hier so Grafikbugs. Nagelkeule. Ja, wollte sich mit uns anlegen, also. Selbst Pech gehabt. Sonst noch irgendwas. Oh Gott, ey. Soll er doch. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Oder das ist ihr. Was ist dein Problem? Mann, lasst mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine, ich hasse sie, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte, jeder Arsch. Tja, selbe. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Es fing an. Bla bla bla. Wie die Leute mir ihre Probleme mir auf den Tisch legen. Das hat mich jetzt total rausgebracht. Ich muss. Sly war irgendwo hier oben. Oder? Wo war denn Sly? Ach, der sitzt da, genau. Zuerst sagen wir Sly. Ich hab Neck gefunden. Ich hab Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Ja. Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Ja, und dann sagen wir es noch einmal. Wieder Fletcher, genau. Unser guter alter Freund. Wie weit sind wir auseinander? Das ist der Wahnsinn. Ich muss sagen, ich wünschte mir mal so ein Geschoss-Over von Gothic, Dark Souls und Skyrim. Das wäre auch ein perfektes Geschoss-Over. Hey, wo ist denn der? Ist der schlafen gegangen? Na, hurra. Oder ist er da? Bitte sei in der Arena oder hier. Nee, es sind wahrscheinlich immer nur dieselben. Dann geht's auf hier. Das ist unsere Hütte. Genau.
Sagen wir mal bis Mittag. Wir sind einfach eine faule Sau. Ich hoffe, das war jetzt nicht wegen uns, Gott sei Dank. Ich bin voll zwischen die durchgeschmort. Das gesehen, voll geil. Ist er denn? Wie hieß der Fletcher, genau? Was wollte er nochmal? Figures, genau. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Kannst du das beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Schlösser. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Voll geil. Kann ich das auch trainieren? Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Cavalorn der bessere Mann für dich. Mhm. Cool. Wo finde ich Cavalorn? Er jagt in der Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Westlich des alten Lagers beginnt eine breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Ah, jo. Dort findest du ihn. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja, du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Und wieder einer. Zügige Fragen, wo Fletcher ist, damit wir seine Stimme auch noch bekommen. Fletcher ist ein Schatten. Ach stimmt, das sind ja keine Kisten, das sind Schatten. Buddler ist Narf. Ah ja, stimmt, wir können ja noch Eintopf haben. Genau. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben. Ja, ja. Und da- gut. Können ja jeden Tag der Beziehung abholen. Kennen wir dich? Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Warum nicht? Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Nein, wir gehen... Wo gehen wir denn hin? Wir gehen zu Fletcher. Den müssen wir erst suchen. Da ist Diego. Schatten. Bla bla bla. Aber wir brauchen. Was haben wir denn noch? Auch nochmal das Lager. Eine Prüfung des Vertrauens bei Diego ablegen. Whistler unterstützt mich, wenn ich mir auf dem Mobplatz ein Schwert kaufe. Whistler hat Frieden. Skettin. Sondern wenn ich einen Kämpfer fordere. Fingers wird ein kurzes für mich einlegen, wenn ich. Habe ich. Ja, genau. Auftrag der Toast. Okay, Mordshot. Prüfung des Vertrauens. Ach, Gramm für 20 Ding, genau. Das ist das Rezept für Sekte. Genau, wir könnten jetzt einen Abstecher in Sektenlager machen. Die Mine, also ich sage jetzt mal die Hauptmission für Diego, also eine der Missionen,
die zur Hauptmission gehören. Die von Diego für die alte Mine werde ich noch lassen. Ich gehe jetzt erstmal ins Sektenlager, um da ein paar Missionen zu machen, weil ich ja da erstens, ich weiß ja, ich treffe dort noch einen zukünftigen Freund. Ja. Zweitens, ich halte mich da lieber raus. Fisk. Es ist Fisk. Chickel. Ach, wir reden mal mit Palmer. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich muss noch ganz kurz was gucken. Tut mir leid. Ich bin Zorro. Dusty. Nee, das war nicht Neck, das war jemand anders. Ja, stimmt, wir sollten noch speichern. Verdammt, das hätte ich vorher machen sollen. Speichern. Na, ist auch egal. Speichern wir mal. Ja, ich kann schon. Klar, dass das ist. Dann gucken wir uns mal das alte. Das Sektenlager. Ist ja auch ein neues Lager. Eigentlich. Nee, das ist wieder eher. Die will ich nicht nochmal unter die Arme laufen. Ich wollte dich was anderes sagen, aber das macht ja jetzt nichts. Dann versuchen wir uns mal den Weg zu merken. Okay, geradeaus. Da ist noch Blauflieder, was ist denn das? Seraph. Ja, ich sammle doch nur Pflanzen. Oh, da ist ein Varan. Okay, du laufst vor. Oh, ich wollte dich nicht schlagen. Ich mach den Kampf Schaden. Ja, zumindest bekomme ich dir vor. Das finde ich schon mal toll. Okay, sind noch Wölfe. Ich lasse ihn jetzt mal kämpfen. Vielleicht bekommen wir dann trotzdem die Erfahrung. Wäre zumindest geil. Kämpf mal. Ja, wir bekommen auch so die Erfahrung. Gut. Ich hätte zuerst das Jägertalent erlernen sollen. Habe ich eigentlich noch Lernpunkte? Habe ich nicht. Achso, wir sind schon Level Up geworden. Deswegen hatte ich einen Skillpunkt. Nee, ich Mut. Ach, keine Ahnung. Ich treffe schon wieder irgendwo. Bestimmt. Oh, das Wasser sieht auch sehr geil aus. Nee. Ich weiß, es ist halt ein altes Spiel. Du schaust das schon. Ich will nicht außen dich schlagen. Ja. Und ich kann die Flügel von denen. Ja, gleich. So. Geht schon weiter. Da ist noch der Pfiff. Na, Wolpen, what? Kämpfe, mein Sklave. Bin voll geil, dass ich hier auch die Erfahrung krieg. Oh, kämpf! Schnell, ich will die Erfahrung von der Blutfläche, schnell! Kämpf sie! Genau, zuerst die Blutfläche. Ich weiß nicht, was denn das Skelett hier. Yeah. Ja, wir haben auch mal was selber getan. Ja, ich komm schon. Ich hätte die Waffe gezückt. Achso, er läuft jetzt mit Waffe rum, okay. Gut, finde ich auch toll. Noch Warane. Ich sammle mal lieber die Pilze mit ein. Vielleicht kann ich das später noch irgendwas machen damit. Okay. Musst du die Warane killen? Bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Wenn ich doch ein paar zu viel. Drei Stück, glaube ich, waren das. Das wäre nicht ganz so geil. Okay, geradeaus, dann links über die Brücke, da schwebt irgendwas. Graus oder so. Grafikfehler. Und dann links in die Prärie, hinter dem Berg. Dann sind wir da. Ne, sind wir noch nicht. Dann sind wir jetzt, wo wir jetzt sind. Nein, du sollst nicht die Venus-Taste. Dass die Aufnahme abbricht. Rohes Fleisch. Ja, warte doch mal. Ich will doch hier alles sammeln. Ich bekomme später eine Menge Geld dafür. Oder jetzt dann schon. So, da ist noch was.
Bin schon mega gespannt. Der siebten Folge, nee, mittlerweile nicht. Der neunten Folge.